Also zu dem Spiel ist zum Sagen, wir haben gegen die U20 gespielt von Linz. Die haben 60 Spiele in die Füße, trainieren viermal in der Woche. Wir haben ein Training, es war eigentlich zu erwarten, dass wir da nicht viel Chance haben. Es war leider so, speziell im letzten Drittel sind wir dann, wenn man so schön sagt, eingegangen, konditionell. Sehr schwierig, aber sehr, sehr für die nächste Saison aufschlussreich. Wenn wir wirklich versuchen sollen, in eine andere Liga zu gehen, in eine höhere, muss man wirklich noch viel arbeiten. Auch an die Spieler, es sind einige Spieler, ist dieses Spiel doch schon zu schnell gewesen, muss man sagen. Wir haben sicherlich wirklich 4, 5 gute Chancen gehabt, aber es ist leider so, dass ja, das Spiel gegenüber zu den Landesligaspielen einfach zu schnell ist für meine Spieler. Da müssen wir irrsinnig arbeiten in dem Bereich, aber es ist schwer. Wir haben in der Landesliga alles zweistellig weggeschossen sozusagen und jetzt kommt da eine U20-Mannschaft, die was wirklich im Soft steht und da ist genau Unterrat. Da müssen wir dann eben in der Defensive arbeiten und mehr Eislaufen und das war uns eine Klasse zu hoch heute, muss man einfach sagen, das ist so. Es ist so, es waren ein paar Strophen dabei, die was sich ergeben durch das, dass wir einfach konditionell schwach waren, sind, den Schritt zu langsam. Das Foul vom Kapitän, vom eigenen Josi, war nicht in Ordnung, muss man sagen, aber der ist ein Heißsporn, das ist leider mal so. Und bei den Linzer, muss ich sagen, war der Neuner, der was Bundesliga spielt, eigentlich sehr gut, aber leider auch eine Frechheit, wie sich der benommen hat, sehr provokant. Aber ansonsten war es ein Spiel sehr aufschlussreich, speziell für die EC Oilers für nächste Saison. Was man da wirklich machen, muss man gut besprechen noch.